Dieser Ort ähnelt einer Geisterstadt, verlassen, still und verbraucht. Langsam erobert die Natur im Friedrichspark das alte Eisstadion zurück. Doch auch an einem Lost Place wie diesem war mal Leben. Wie beispielsweise das ein oder andere Public Viewing aus vergangener Zeit. Ab Juli soll das alte Stadion abgerissen werden. Die Universität Mannheim plant 3 Gebäude mit einer Grünfläche. Doch der Neubau wird langsamer vorangehen als ursprünglich geplant. Der Grund? Das hat zum Teil auch finanzielle Gründe. Ja, die Steuereinnahmen sprudeln im Moment jetzt nicht ganz so, wie man sich das vorgestellt hat. Deswegen ist das eine Gebäude jetzt zurückgestellt. Das heißt nicht, dass es nicht gebaut wird. Wir haben ja einen B-Plan, in dem insgesamt 3 Gebäude hier entstehen dürfen. Das ist im Prinzip eine Art, Entwicklungsschiene für die Universität, die ja im Prinzip hier mehr oder weniger innerstädtisch angebracht ist. Laut Johannes Görlich rechnet man nicht mit einem Baubeginn vor 2028 für den ersten Neubau. Erst wenn das Gebäude der Philosophischen Fakultät steht, folgt das zweite, also das geplante Entlastungsgebäude. Die Universität Mannheim dazu: Wir haben Verständnis für die finanzielle Situation im Land. Die Verzögerungen bei den Neubauten stellen für die Universität jedoch eine Herausforderung dar. Das geplante Entlastungsgebäude ist für die Renovierung des Ostflügels unverzichtbar. Da sich der Bau des Gebäudes verzögert, kann auch die Renovierung des Ostflügels frühestens Mitte 2031 erfolgen. Die Sanierung ist jedoch dringend erforderlich, um Auflagen in den Bereichen Brandschutz und Barrierefreiheit zukünftig erfüllen zu können. In Absprache mit der Feuerwehr können wir den Betrieb im Ostflügel zwar trotz Verzögerung vorerst aufrechterhalten. Die Universität muss allerdings dringende Maßnahmen zur Sicherung des Brandschutzes vorziehen. Dies wird aufwendiger und teurer als im Rahmen der Generalsanierung. Das Material des Stadions soll wiederverwendet werden, sodass im Inneren eine Blumenwiese entstehen kann. Zumindest bis 2028, wenn mit dem Neubau begonnen wird. Vor allem die Anwohner in der Umgebung, die sehen das natürlich auch mit einem weinenden Auge. Die hätten am liebsten hier einen wieder grünen Park gehabt, was man nachvollziehen kann. Was wir dazu sagen müssen, wir haben hier eine Fläche von ungefähr 20.000 Quadratmeter, die versiegelt ist. Die werden wir komplett entsiegeln. Und das erste Haus, das wir hier bauen, so wie alle anderen, werden ein begrüntes Dach kriegen, sodass wir, ich sage mal, deutlich, deutlich weniger versiegelte Fläche haben, wie es bisher der Fall ist. Wann alle 3 Gebäude fertig sein werden, ist laut Johannes Görlich noch unklar. In wenigen Monaten ist das Eisstadion Geschichte. Was bleibt, sind aber Erinnerungen an alte Zeiten.